Medienberichten zufolge sollen mindestens 2 der 4 Verdächtigen, die für den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau verantwortlich gemacht werden, sich vor einem russischen Gericht schuldig bekannt haben. Dies berichtete unter anderem die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Gericht des Moskauer Bezirks Basmani am frühen Montagmorgen. Zuvor waren die 4 mutmaßlichen Attentäter, gezeichnet von üblen Gesichtsverletzungen, einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Angeklagten wurden am Sonntag von vermummten Sicherheitskräften ins Basmani-Gericht in der russischen Hauptstadt gebracht und mit deutlich sichtbaren Blutergüssen, Schwellungen, Schürf- und Platzwunden in Glaskäfigen platziert. Vor dem Gerichtstermin waren Videoaufnahmen im Netz verbreitet worden, die zeigen sollen, dass die festgenommenen Männer gefoltert wurden und einem von ihnen gar ein Ohr abgeschnitten wurde. Ob die Aufnahmen authentisch sind, ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die eigentliche Anhörung fand hinter geschlossenen Türen statt, wie die russische Staatsagentur TASS berichtete. Der Terrorverdächtige, der den Anschlag gefilmt haben soll, hatte demnach Schwierigkeiten zu sprechen. Das Ermittlungskomitee wirft ihm und seinen 3 mutmaßlichen Komplizen einen gemeinschaftlich verübten tödlichen Terroranschlag vor. Nach der Tat in einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau, bei der am Freitag 137 Menschen getötet und nach neuen Angaben der Gesundheitsbehörden 182 weitere verletzt wurden, gab es insgesamt 11 Festnahmen. 4 der Verdächtigen gelten als die eigentlichen Todesschützen. Sie sind diejenigen, die nun dem Haftrichter vorgeführt wurden. Die Haftbefehle wurden laut TASS am Sonntagabend erlassen. Die 4 Männer waren am Wochenende im russischen Grenzgebiet Bryansk festgenommen und nach Moskau gebracht worden. Zu dem Anschlag hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat öffentlich bekannt. Ein IS-Propagandakanal veröffentlichte als angeblichen Beweis für den Angriff verantwortlich zu sein ein Video, das die Attentäter am Anschlagsort zeigen soll. Zudem wurde ein Bild der angeblichen Attentäter mit unkenntlich gemachten Gesichtern gezeigt. Die Echtheit dieser Aufnahmen ließ sich nicht unabhängig prüfen. Unterdessen beging Russland am Sonntag einen nationalen Trauertag. Sichtlich erschütterte Bewohner und Bewohnerinnen der Hauptstadtregion strömten auch am Sonntag in dichten Scharen zur Crocus City Hall. Am Zaun vor dem zerstörten Gebäude legten sie Blumen und Spielsachen zum Gedenken an die Opfer nieder. Auf Leuchttafeln in der russischen Hauptstadt flackerte anstelle von Werbung die Aufnahme einer Kerze und darunter die Aufschrift »Wir trauern, 22. März 2024«. Über dem Kreml wehte die Fahne auf Halbmast. Präsident Putin sprach in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede am Samstagnachmittag von einer angeblichen Spur in die Ukraine. Mit Blick auf die festgenommenen Verdächtigten sagte er, sie haben versucht, sich zu verstecken und haben sich in Richtung Ukraine bewegt, wo für sie ein Fenster für einen Grenzübertritt vorbereitet worden war. Wirkliche Beweise dafür legte er aber nicht vor. Der ukrainische Militärgeheimdienst konterte dies mit dem Hinweis, dass die Grenze seit langem vermint sei. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wies jede Verwicklung seines Landes in den Anschlag zurück. Angesichts der Anschuldigungen aus Moskau nannte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba den Kreml-Chef am Sonntag einen pathologischen Lügner. Putin versuche verzweifelt, die Ukraine mit dem Anschlag in Verbindung zu bringen, auch wenn es keine Beweise gebe, schrieb Kuleba am Sonntag auf der Plattform X. Lasst euch nicht von Putin und seinen Handlangern in die Irre führen, appellierte er. Ihr einziges Ziel sei, weitere Russen und Russinnen zu motivieren, um in dem sinnlosen und kriminellen Krieg gegen die Ukraine zu sterben. Zudem solle dadurch weiterer Hass gegen Länder, vor allem den gesamten Westen, geschürt werden.